Ja, wir nehmen das sehr ernst und das merkt man auch bei der Mannschaft, ja, dass die das sehr ernst nehmen. Die wissen genau, wenn man das nicht hundertprozentig konzentriert angeht und ja, wieder selbst an die Leistungsgrenze geht, dass man da auch Schwierigkeit haben wird gegen so einen Gegner und man so einen Gegner dadurch natürlich aufbaut. Aber wie gesagt, die Mannschaft hat in den letzten Wochen immer gezeigt, dass sie sich immer wieder motivieren konnte und das wird auch am Mittwoch so sein. Sie sehen, ja, wenn wir den gewinnen, erstmal wollen wir den Pokal gewinnen da und dann hat man sich für die Hauptrunde qualifiziert, also wenn das kein Ziel ist. Und ja, wie ich die Jungs kenne, sind die auch heiß, den 9. Sieg in Folge einzufahren. Da sind sie auch noch heiß drauf. Also von dem her werden wir auch wieder mit der richtigen Einstellung hinfahren und dann werden wir ja sehen, was für ein Team gewinnt. Also wir werden sicher mit der stärksten Mannschaft spielen, aber man hat ja gesehen in den letzten Wochen, wer jetzt genau aufläuft, müssen wir sehen, wie auch jetzt, sage ich mal, der Fitnesszustand ist oder ob einer schwerer nur angeschlagen ist. Ja, aber wir werden jetzt da keine Experimente machen und Spieler aus der U23 oder sonst spielen lassen. Also das ist ganz klar. Ja, wir werden das stärkste Team aufbieten. Gut, Joe ist heute noch zur Behandlung, wird wahrscheinlich knapp werden bis Mittwoch. Ja, da muss man mal sehen, wie sich jetzt noch bessert, aber wird wahrscheinlich eng werden. Beim Giuseppe ist immer so verblieben, dass er auf jeden Fall jetzt mal wieder Lauftraining machen soll. Und wenn das dann geht und morgen er mittrainieren kann, zumindest auf die Bank kommt als Alternative, also man sieht schon, wir nehmen das sehr ernst. Wenn irgendwas ist und wir noch im Sturm noch jemanden brauchen, dann, dass er zur Verfügung steht. Ja. Und sonst sind die Langzeitverletzten noch. Martin Forkel hat einen Schlag am Fuß, am Knöchel bekommen. Müssen wir sehen, wie das noch ist bis Mittwoch, aber das dürfte er eigentlich hinhauen. Ja, also es ist halt schade, ja, weil man natürlich, sagen wir, wenn man das Grundgerüst halten hätte können, ja, dann hätten wir von mehr sprechen können als wie ein Neuaufbau. Ja. Da hätten wir ja, vielleicht sich andere Ziele setzen können. Aber nach den Abgängen muss man, wie gesagt, erstmal wieder einen Aufbau beginnen. Ja, und da muss man erstmal abwarten, was für Spieler holt man noch und was kommt noch. Und da muss man erstmal abwarten, wie es da aussieht.